Herzlich willkommen zu einer neuen, hier steht Map Mods, Map Erweiterung, nämlich Germany City Rebuilds Version 1.0 von Grimes. So, was erwartet uns jetzt natürlich nun? Das ist die große Frage. Kommen wir mal gleich, hier steht sie schon. Das ist jetzt die originale Internetseite von Grimes. Da findet ihr auch alle Infos und den Download-Link und, aber das zeige ich euch gleich. Was hat jetzt gemacht in der Version 1.0? Berlin, Köln, Hamburg, München und Dortmund hat er jetzt überarbeitet für die originale SCS-Map. Hier steht es auch nochmal, ist kompatibel nur, also als original SCS-Map und mit der Russ-Map. Also sie funktioniert, hier steht sie nochmal, ist nicht kompatibel mit der ProMods und der DSM-Map. Ne? Das nochmal so am Rande zu erwähnen. Nutzt ihr Paris Rebuild, also das überarbeitete Paris. Hatte ich auch schon mal vorgestellt. Dann müsst ihr den Mod hier in der Priorität im Mod Manager nach ganz oben setzen und dann funktioniert es auch. Ihr braucht Skandinavien, Frankreich, Italien, DLC, sonst klappt es nicht. So, was haben wir denn alles? Also, hier steht eh nochmal alles so drin. Neue Straßen, neue Firmen wurden hinzugefügt in Berlin und Köln. Hier sieht man nur ein paar Bilder, ne? Aber ich würde sagen, das gucken wir uns jetzt in-game nochmal genauer an. Dann sehen wir mal genau, wie das alles funktioniert. Und hier könnt ihr noch spenden, wenn ihr wollt. Hier 2 Mark, 5 Mark und ihr könnt es selber entscheiden. Nur, wer will. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein und dann schauen wir uns das mal gepflegt an. So, wir kommen jetzt in-game. Wir schauen uns jetzt am besten mal zuerst Berlin an. Und das machen wir am besten mit der freifliegenden Kamera. Da sind wir ein bisschen besser unterwegs. Da gehen wir hier mal raus. Schwupp, oh, was haben wir denn hier? Zack. Wir kommen mal von der Seite. Wie, wo kommen wir denn her? Hier. Was sind wir denn hier überhaupt jetzt? Wo war ich denn? Da sind wir. Also wir kommen jetzt von hier hinten raus. Und man kann schon erkennen, dass alles ein bisschen schicker aussieht. Hier steht Bäumchen rum und so. Das sieht alles schon sehr, sehr gut aus. Hier Wohnblöcke. Hier nicht mehr so Industrie und so. Das sieht schon mal alles sehr hübsch aus hier, ne? Viele Bäumchen. Das sieht alles viel, viel schöner aus hier, ne? Hier stehen Autos an der Seite, die parken so schön. So wie es halt original sein soll, ne? Hier noch ein bisschen mit so einer kleinen Allee. Hier parken auch noch die Autos. Und dann geht es im Prinzip hier irgendwie schon wieder raus. Aber sieht auf alle Fälle schon mal sehr, sehr schön aus, ne? Solange SCS nichts an Deutschland macht, finde ich es auf alle Fälle eine gute Alternative jetzt hier. Dass jetzt hier sich jemand hinsetzt, in dem Fall jetzt Grimes, und sich mal der Sache hier annimmt, weil die Städte in Deutschland, die sind wirklich echt, die sind echt ein bisschen mau. Wisst ihr selber, da brauche ich nichts erzählen. Und deshalb finde ich es auf alle Fälle sehr schick, dass man hier so die Wohnblöcke hinpflastert und so Zeug. Und das sieht natürlich auch dann wirklich aus, von der Bauweise her, wirklich wie Berlin. Finde ich auf alle Fälle sehr, sehr, sehr schick. Hotel und so. Toll. Eventhändler, nach wie vor Berlin, klar, macht Sinn. Hier zum Beispiel, Busbahnhof ist endlich ein bisschen Tohuwabu. Das heißt, wir haben hier ein paar Busse stehen und so, als Standmodelle. Sieht sehr schick aus. Hier kann man jetzt auch lang fahren, hinten so ein bisschen die Allee, das war vorher gesperrt. Die komplette, das kann man auch sehen hier, weil das bei mir auf der Karte nicht gelb ist. Und hier hat der Grimes auch noch gleich noch eine Station hingebaut, also eine Firma, ne? Wo man dann hier zum Beispiel den Container-Trailer abholen kann. In dem Fall jetzt, ne? Ist doch schon mal schick. Das ist doch schon mal was. Und hier geht's dann auch nochmal nach hinten. Swoop. Wo geht's da hin? Da hinten ist nämlich auch noch etwas. Ach hier, guck an. Hier ist Tramiri hinten drin. Da siehst du? Kannst du mal sehen. Da steht auch noch ein Trailer. Also schön überarbeitet Berlin auf alle Fälle. Und sieht doch schon mal sehr schick aus. Dann gehen wir gleich weiter mal nach München. So, jetzt befinden wir uns mal in München. Jetzt mal ein bisschen ranzoomen hier, dass wir ungefähr sehen, wie das hier alles aussieht. Also man kommt ja in München rein. Das sind unsere typischen zwei Abfahrten auf der Autobahn. Auf der A99 jetzt hier in dem Fall. Und dann halt die A9. So, man kann hier auch natürlich wieder viele Häuser sehen. Da sogar ein Gewächshaus, ey.
Auf die Idee muss ich erstmal kommen. Hier schöner Platz. Oh, guck mal hier. Wenn du Hunger hast. Oh, ich krieg Hunger, ey. Klasse. So, was haben wir denn noch alles hier? Hier wieder der große. Das finde ich echt klasse. Hier diese, diese Busplätze hier, dass die jetzt schön zugepflastert, aber hier ist was los. Hier stehen Menschen rum, hier stehen Busse rum. So soll das auch sein. Und natürlich halt viele Bäume an der Straße entlang. Wohnhäuser, wie hier man sehen kann. Sehr, sehr, sehr schick. Hier auch alles ein bisschen alleemäßig aufgebaut. Sieht alles sehr schick aus. Das ist doch was, oder? Oder ist das nicht? Also ich finde es echt genial. Ja. Muss man sich auf alle Fälle runterladen. Vielleicht am Rande hier noch ein paar Mülleimer rumstehen und so Mülltonnen. Cool. Noch zu erwähnen ist, der Mod ist nicht groß. Wir haben plus 16 MB. Das ist wirklich echt nichts. Also auch, ihr braucht jetzt nicht Angst haben, oh, ich habe keinen guten Rechner oder so. Der wird auch da funktionieren. Bin ich mir ziemlich sicher, ohne Ruckeln, ohne Stocken, ohne alles. Deshalb, ja, da würde ich mir jetzt keine Gedanken machen. So, München ist ja nicht allzu groß, aber dafür echt schick gemacht hier mit den ganzen Wohnhäusern und so. Sieht alles sehr schick aus. Bunte Mülltonnen und so. Und dann geht es wieder weiter auf die A99. Echt schön gemacht für München. So, jetzt sind wir hier in Hamburg. So, wieder raus von der Geschwindigkeit hier von der Kamera. Fliegen wir mal rein. Wir fliegen jetzt durch den Tunnel. Das machen wir ein bisschen schneller. Oh, weil das Tunnel interessiert uns jetzt erstmal nicht. Der ist dann noch Standard von SCS. Und dann geht es jetzt hier los. So. Ah, sieht auch schon mal sehr gut aus. Also im Prinzip das gleiche wie in den anderen Städten jetzt hier. Viele Wohnhäuser, viele Bäume, viel Grüngemüse, so wie es halt sein soll. Und die sieht natürlich alles sehr schick aus. Hier schöne Werbung. Überall schöne Werbung. Hier. So soll es auch sein. Das kennt man halt einfach auf den Straßen. Dass da was los ist, was Werbung betrifft und so. Das ist alles sehr gut gemacht. So, dann geht es hier natürlich auch weiter. Hier, das ist im Prinzip ist ja ist ja nichts erweitert worden, sondern einfach nur die Städte sind einfach verändert worden. Ne? Und das ist doch mal was. Das sieht doch sehr schön aus hier. Hier hinten noch rum. Und hier ist eigentlich dann auch im Prinzip wieder Schluss, wie es der Originale ist. Ne? Hier hinten unsere Containerschiffe, wie man es aus Hamburg kennt. Und natürlich hier Parkplätze, hier kann man sich bestimmt mal ein bisschen hinstellen, das muss ich mal testen. Ich stelle mich jetzt hier mal im LKW mal hin. Ich stehe jetzt praktisch hier auf dem Parkplatz. Aber schlafen kann man ja nicht, das ist einfach nur freie Fläche. Wenn ich hier jetzt, mal Licht aus, wenn ich hier wohnen würde oder so, oh, sieht doch ganz schick aus hier, ne? Also virtuell so gesehen zumindest. So, dann. Aber ansonsten echt sehr, sehr, sehr gute Arbeit. Und alles sehr, sehr schick mit Wohnhäusern und Parkplätzen und Autos und Gebäude und. Hier auch noch rum, hier war früher wirklich gar nichts. Hier war Ebbe, Gemüsebeet, hier war nichts. Und jetzt haben wir hier schöne Wohnblöcke gegenüber von LKW. Lok ist es, ne? Hier, LKW, da war's. Hübsch, drüben noch ein Spielplatz hier zu sehen. Ja, herrlich. Jetzt befinden wir uns in Dortmund. Da schauen wir auch noch eine Runde vorbei und danach haben wir noch Köln und haben es eigentlich schon geschafft. 5 Städte sind es, die jetzt hier überarbeitet worden sind. Und das will ich mir jetzt hier auch nochmal gepflegt reinziehen. Also, wie schon gesagt, die Stadt an sich ist gleich geblieben, hier ist nichts hinzugekommen oder so. Aber halt viele Gebäude, viele Häuser. Der Busparkplatz ist wieder gerammelt voll mit Touristen. Sieht halt dann dementsprechend halt alles sehr gut aus hier, ne? Also alles ein bisschen lebhafter, sagen wir es mal so. Das ist halt einfach auch schön anzuschauen. Da macht es halt auch mal Spaß, mal wieder nach Deutschland zu fahren. Weil ansonsten, ich war persönlich auch immer nur in Skandinavien, in Italien oder Frankreich war ich ein bisschen unterwegs. Aber jetzt Deutschland habe ich wirklich von den Touren hier mal ein bisschen ausgelassen, weil es mir einfach nicht gefallen hat. Aber wenn du jetzt hier sowas hast, da macht es auf alle Fälle Fun, mal nach Deutschland reinzuschüsseln und dann hier deine Tour abzufertigen. Ne? Das mal so. Also meiner Meinung nach fand ich auf alle Fälle sehr, sehr hübsch.
So, letzte Stadt, Köln. Das schauen wir uns jetzt hier auch noch an und dann sind wir eigentlich schon durch, was wir hier noch so haben. Also ich kenne Köln ja von der Seite, wenn man hier reinfährt. Hier ist wirklich echt, hier war glaube ich ein ganz gutes Gebäude, aber das sieht schon mal schön aus hier, ne? Mit dem ganzen Grüngemüse hier. Hier stehen ein paar Standmodelle rum und so. Sieht auf alle Fälle sehr schick aus. Was jetzt hier hinzugekommen ist, ist auf alle Fälle Trameri, wie man hier sehen kann, weil hier die Straße gab es vorher noch so noch nicht. Zumindest gab es schon, aber halt nicht als mit Fracht in dem Fall jetzt hier. Ne? Genau. Gab es halt erst auch noch nicht. Zumindest ist hier halt neu hinzugekommen. Dann geht es auch schon weiter hier. Hier Hotel, schön versteckt. Das ist alles ein bisschen nach hinten versetzt, weil hier eigentlich das Hotel vorne an der Straße war. Auch nach hinten versetzt worden. Hier unser Touriplatz wieder gefüllt mit den ganzen Touristen. Und dann geht es eigentlich auch schon runter. Und dann hat man hier unten doch dann noch hier, wie heißt es, Popo Speed. Ich sage immer Popo Speed statt Po Speed. Klingt halt besser. Genau, dann fährt man hier unten rein und ja, genau, da war ich schon Schluss. Köln ist ja jetzt auch nicht so groß. Aber dafür natürlich jetzt hier auch, wenn man hier so steht, sieht das alles sehr, sehr, sehr schön aus hier, ne? Wenn man hier in seiner Werkstatt steht, dann hat das natürlich was, ne? Schön. Gefällt mir. Sehr gut. So, das war es eigentlich auch schon von der Präsentation German City Rebuilds, Version 1.0 von Grimes. Lasst auf alle Fälle einen fetten Daumen da. Und ja, dann würde ich sagen, viel Spaß beim Download. Ist ja gleich runtergeladen bei 16 MB, ist jetzt nicht viel. Braucht ihr nicht mehr entpacken, einfach Mod-Ordner und dann passt, dann geht's schon los. Und dann war es eigentlich auch schon. Also in diesem Sinn, viel Spaß damit, macht's gut, bis bald und ciao.